Hi Leute, willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist die liebe Jodie Kalus. Guck mal, da ist was richtig Ekliges auf dem Boden und ich habe Angst, dass ich da reingetreten bin. Aber bin ich nicht. Yay! Leute, wir befinden uns hier gerade in einem etwas unschöneren Teil unseres Hintergrunds. Beziehungsweise eigentlich ist der mega schön, aber seien wir mal ehrlich, Leute, Leo fängt jetzt mal ganz kurz diese Wastelands hier ein, die sich hier aufgetan haben, ja? Weil hier sieht es einfach nur maximal hässlich aus. Deshalb dachte ich mir, ey, Sommer. Hey, sag Sommer. So. Jedenfalls gehe ich jetzt mit Leo und einem fremden Auto hier ein paar Sachen kaufen, um das hier schön zu machen. Weil ich einfach Bock habe, mal sowas zu machen und nicht immer ganz einfach bezählen will. Es ist Sommer, Sonne. Finde ich auch schön, dass du das machst. Bescheid. Ganz ehrlich, so ganz uneigennützig finde ich das voll super, was du. Also. Ist toll. Nicht mal für ein Video, ne? Einfach schön, dass du das machst, dass du mal rausgehst. Ja. So. Ja. Toll. Wir haben hier schon ziemlich schöne Sachen. Wir haben ja so ein bisschen Bambus und sowas, ja. Die Methode Pflanzen. Aber das reicht halt nicht. Ja, es sollen lebende Pflanzen sein. Es soll schön aussehen. Und ich habe sogar überlegt, hier so einen kleinen Pool hinzustellen. Weiß ich nicht, ob wir das machen sollten, ob wir das dürfen. Auf keinen Fall, das ist Ratchet. Es wird einfach nur dreckig und am Ende ist es Müll. Vielleicht mache ich es trotzdem. Plastikmüll! Plastikbaum. Weniger Plastikmüll. Ich buddel hier einfach ein Loch mit einer Schaufel. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall mal los. Guck mal, was wir machen können. Ich habe mir einen Plan gemacht, ein paar Pflanzen. Es gibt so Autoteppiche, kleine Sitzbänke, eventuell ein Table, Lichterkette, Sonnensegel, ein bisschen Grillzeugs und so weiter und so fort. Das soll auf jeden Fall hier alles stehen. Ich würde sagen, wir hängen jetzt direkt in den Baumarkt, meine Freunde. Und sehen uns dann da. Ich habe sogar überlegt, jetzt wird es ein bisschen speziell, vielleicht sogar eine Tomatenpflanze oder sowas zu kaufen, weil Tomaten sind damn nice. Vielleicht auch sogar Paprikas in so einem Topf, damit man die direkt pflücken kann und auf den Grill legt. Schauen wir mal, was das hier. Und ansonsten noch so ein Outdoor-Teppich vielleicht. Es gibt so Teppiche, die sind nur für draußen, die habe ich bei unserem Balkon auflegen. Mega nice, sieht einfach aus wie ein Wohnzimmer, nur für Obdachlose. Jetzt will ich diesen Look, den holen wir uns auch auf jeden Fall daran. Und ja, ich denke, meine wird auch gleich auf jeden Fall noch ein bisschen angegrillt. Ich muss jetzt erstmal schauen, was hier ins Auto reinpasst. Das Auto ist doppelt so groß wie meins. Das passt auf jeden Fall. Ein Ehrenmann geht raus an denjenigen, der mir das hier geliehen hat, einfach mal so. Und bin auf jeden Fall ziemlich hyped. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man schaut sich diesen Ort immer so an, denkt so, boah, man könnte hier so viel draus machen. Und dann geht man runter, kratzt sich am Sack und spielt Fortnite. Das bin ich. Aber an der Stelle muss ich einfach mal sagen, nein. Das ist nicht mein Auto. Nein, es muss auch jetzt mal was passieren und da muss was dran gemacht werden. Ja? Und deshalb bin ich jetzt hier und freue mich auf jeden Fall, dass sämtliche Leute und sämtliche Mitarbeiter, Bewohner, Menschen, die im Management irgendwie tätig sind, mir diese Aufgabe anvertrauen. Und jetzt haben wir nämlich ein großes Problem. Und zwar, wie soll ich jetzt hier tatsächlich in diesem Auto vorbeikommen? Das wird eine Aufgabe und ich denke mal, wir sehen uns dann nach dem Unfall gleich wieder. Aua, wir haben einen Unfall gebaut. Scheiße, ey. Erkenntlichen, unbekannten, niemand hat diesen Baumarkt jemals gesehen, Baumarkt. Jetzt gehen wir ein bisschen shoppen. Oh, oh ja. Hä, warum nimmt der nicht? Keine Ahnung, Alter. Was für ein Touch ist, ne? So, Leo. Keine Ahnung, wie man das lenkt, ne? Oh. Nein. Oh. Nein. Was haben wir denn da? Ein paar hässliche. Was ist mit solchen Tiki-Torches? Finde ich nice. Passen eigentlich auch. Nehmen wir zwei Stück von mit. Das ist er, der Enders Grill. Und der Enders nämlich alles. Ich kaufe jetzt erstmal das Wichtigste, ne, als Vegetarier. Und Rip aus. Nein, wir müssen natürlich erstmal lernen, wie man überhaupt grillt. Was erzähle ich eigentlich? Wir sollten erstmal einen Grill kaufen. Mem dich. Mem. Boah, der ist aber geil. Guck mal, das hier ist nice. Das ist echt cool, oder? Ist bequem. Setzen wir mal einen Sitz jetzt hier. Nee, ist cool. Was für eine Bank? Eine Bank hätte ich halt auch noch gesagt. Ja, also das Set hier auf jeden Fall einmal. Das Set finde ich nice und da vielleicht noch eine Bank irgendwie dazu, wa? Vielleicht gibt es ja eine Bank in der Optik auch. Wäre natürlich ganz cool. Das ist der Sch**, Junge. Das ist der gottverdammte Motherf**k. Also genau so. 300 Euro sofort zum Mitnehmen. Ist aber schon echt teuer, ne? Da ein Stuhl, kann ja nur einer sitzen. Und da wir mehr Leute sind, macht das keinen Sinn. Und ich merke auch gerade, mehr ich hier mit wackel. Ja, gut, dann nehmen wir den schon mal nicht mit. Lass uns ein Dreieckstuhl. Genau so was wir suchen. 360 mal 360. Dürfte sogar passen. Ist da denn noch so eine Stange drin? Und dass ich die Frage, welche Farbe nehmen wir? Jetzt müssen wir natürlich gucken, was brauchen wir. Wir brauchen eigentlich nur eine Grillzange. Ne? Das heißt, die Frage, muss die teure Grillzange sein, um gute Sachen zu grillen? Ich bin ja der Meinung, nein. Deshalb habe ich mich für das hier entschieden. Ist zwar keine Grillzange, ist aber... Was ist das? Ein Kratzer. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Reinigungszeug für den Grill. Den oder hier würde ich definitiv mal mitnehmen. Weil ein sauberer Grill ist, wie sagt man so schön? Schön. Guck mal, hier ist ein ganzes Set, Alter. Nehmen wir das mal mit, so. Eier. Achso, Eier. Jetzt ist das Preisschild ab. Bürste. Grillreiniger. Grillreiniger ist auch gleich Grillrostreiniger. Wir haben ja hier zweimal Grillreiniger, Grillrostreiniger. Dö. Brauchen wir eigentlich nur eins, oder den Grillreiniger, meine ich doch. Soße. Haben wir alles, sehr schön. Ja.
Wir haben einen sehr kompetenten Mitarbeiter gefunden. Leider haben die keine Fettlücken hier draußen. Aber ist nicht schlimm. Ich finde halt die Dinger hier irgendwie sau cool. Ist halt nur die Frage, was man damit macht, ne? Kann man die irgendwo anbringen? Nee, ne? Das ist ein bisschen Zaun. Kann man gar nicht mehr machen, oder? Gut, dann lassen wir das. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Lampen für draußen. Und dann haben wir eigentlich alles. Ne? Wir brauchen dieses Zeug, was man in diese Fackeln reinfangen kann. So Lampenöl. Bioethanol ist halt. Ah, nee, das haben wir zu Fenozzocool benutzt. Damit haben wir übrigens Fenozzocool ein Musikvideo eine Menge gemacht. Ich sag mal so, es sind Dinge für über 1000 Euro kaputt gegangen. Was das genau ist, seht ihr dann bei dem Video. Glaube ich. Okay, töpfermäßig ist alles ziemlich gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Da würde ich fast schon als guter Urdeutscher zum Terrakotta-Topf. Bisschen groß, der Topf, oder? Ah, wächst ja noch. Das wächst ja noch, sagst du? Ja. Sollen wir so lassen? Ja. Nee, oder? Guck mal, der Bruder hier. Eine Weintraube ist auch schön eigentlich, ne? Das hier ist zu groß. Apfelbaum. Kriegen wir halt nicht hin, damit kein Platz hier. Das sind auch Trauben. Das sind Johannisbeeren. Ah ja, schwarze Johannisbeeren. Hier, Bio-Blumenerde. Graberde ist das doch, ne? Ich meine ja, das ist alles das Gleiche. Ja, ich will halt hier irgendwas Tomaten- und Gemüseerde. Ist hier keine Obsterde? Kartoffelerde, Bio-Hohlsperne. Der einzige Hohlsperren bin ich hier. Kann doch nicht sein, dass das jetzt hier so an der Erde hat. Also, tut mir mal einen Gefallen. Erde ist Erde. Verkaufen Erde, Alter, für 10 Euro. Was stimmt mit denen nicht? Grünpflanze und Palmenerde. Ist eine Grünpflanze. Eine grüne Pflanze. Grün. Wir nehmen jetzt einfach zweimal. Dann läuft der Hase. Ab dafür. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Lichterkette, dann sind wir fertig. Ab dafür. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir haben oben diese Balkone. Kriegen wir da eine Schaukel irgendwo dran? Also als Sitzmöglichkeit wahrscheinlich eher nicht, ne? Doch. Man kann halt nicht schwingen, aber man kann sitzen. Man kann sitzen, aber das ist halt super unbequem, ne? Vielleicht hätten wir... Nee, das machen wir jetzt nicht, Alter, sonst... Wir hätten das messen sollen. Wir hätten es messen sollen. Dumme Idee. Wir gehen jetzt noch Lichter kaufen, dann sind wir hier durch, Leute. Der. Guck mal hier, wir brauchen halt hier sowas für das Ding halt oben, ne? Ah ja, da kann ich jetzt aber wirklich nichts für tatsächlich. Hallo, nehmen wir das einfach hier hin. Kann ich jetzt nichts für. Ich. 373, 12. Jetzt aber raus hier. Tauschen darf. Yeah. Careful with the plant, bro. In the glass, in the outer, in the car, yes. We really do made it. Ich hätte nicht gedacht, dass alles passt. Bisschen Tetris, kleine Verluste. Alter. Leute, wir sehen uns gleich einfach im Büro wieder. Ich bin hier, ey. Landenkette Licht. So Leute, sieht arschgeil hier aus. Aber wisst ihr was? Ja, ihr wisst es glaube ich schon. Es regnet zu regnen. Das heißt, wir sind jetzt dahin gefahren und haben die Zeit, die wir hätten den Sommer genießen können, im Baumarkt verbracht, um dann wieder reinzugehen, damit wir keine Zeit draußen verbringen können. Arschgeil. Eigentlich fehlt nur das Sonnensegel und die Endabnahme. Da sind wir eigentlich fertig. Sieht schon deutlich besser aus als vorher. Stück viel schöner aus. Aber ja, mit Regen halt Scheiße. Ne? Deshalb würde ich sagen, wird vielleicht dann heute doch nicht mehr gegrillt. Aber das Schöne ist, immerhin, als Allmann gibt es zwei Sachen, die man schützt. Sein Grill und sein Auto. Die Familie ist egal. Und deshalb habe ich hier eine Grillfolie, damit auch der Grill 100%ig safe ist. Eigentlich hätten wir jetzt das Ende des Vlogs gefilmt. Aber machen wir jetzt nicht. Wir lassen es nämlich jetzt hier nicht unterkriegen, weil wir dann einfach morgen mit allen Leuten hier zusammen grillen. Grill ist safe, oder? Ich hasse mein Leben, Alter. Warum regnet es jetzt? Sieht scheinbar so aus, als wäre die Sonne jetzt doch wieder da. Und das ist nicht mal 2 Minuten. Jetzt ist sie wieder weg, oder? Leo, wir machen das jetzt. Pass auf. Grill du kurz um Rewe. Ich baue den Rest hier auf, räume auf. Und dann treffen wir so 10 Minuten, egal was für wer das zum Grillen. Auf geht's. Das war weird. Essen! Sonnensegel!
Sonnensegel hängt, Kamera ist broke und ich habe viel zu Hunger. Wir müssen jetzt einfach was grillen, Leute. Deshalb, der Grill läuft, Schmackofatz, absolutes Sommerwetter, absolutes Grillwetter, Leo. Es hört ja gleich bestimmt wieder auf zu regnen. Es muss gegrillt werden. Möchtest du das von dem westlichen Käse haben? Lecker, sehr gerne. Immer so 10 Minuten Stream. Ah, Leo.